hören. Tindwen! Jetzt du schläfst! Hoi! Du kriegst zu hart da! Tine! Forza! Forza!
Sehr gut, Kage. Alles wird wieder gut. Ich dachte, ich sterbe hier. Vorsicht da draußen. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts.
Mein Herr, würdet ihr mir bitte helfen? Was ist los? Ich muss zu einem Lager im Wald. Dort warten Menschen auf mich, die sehr krank sind. Sie brauchen einen Heiler. In der Gegend wimmelt es nur so von Banditen und Mongolen. Ja, ich werde Schutz brauchen. Ich bringe euch hin. Aber diese Krankheit besorgt mich. Ihr könnt sie sicher bekämpfen? Krankheiten kann man nicht bekämpfen. Sie sind etwas, um das man sich kümmern muss. Wenn die Menschen so krank sind, wie ihr sagt, sollten wir los, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet. Hab Dank, mein Herr. Habt ihr die Schlacht von Komoda überlebt? Dank einer Frau, Yuna. Sie rettete mich vom Strand, pflegte mich wieder gesund. Klingt nach einer fähigen Heilerin. Ich kenne kaum jemand so Tapferes. Ohne sie wäre ich nicht hier. Meine Mutter tat dasselbe für mich. Als Kind war ich ständig krank und wurde nur dank ihrer Kräuterkunde so stark. Wegen ihr bin ich Heiler geworden. Wartet. Ich glaube, ich sehe etwas da vorn. Gutes Auge. Bleib zurück. Überlass das mir. Hier! Wo versteckt ihr das Essen? Wir haben keins. Lügner! Wir müssen ihn finden. Nicht. Ihr solltet hier nicht alleine reisen. Wir mussten unseren Hof verlassen, mein Herr. Dort sind alle krank. Wie kam es dazu? Geister, unsere Ahnen bestrafen uns. Wir gaben den Mongolen unser Essen, statt uns zu wehren. Als sie gingen, wurden alle krank. Jetzt ist unser Haus verflucht. Ein Stück weiter liegt ein Gasthaus. Dort seid ihr sicher. Draußen ist es viel zu gefährlich. Geht ins Haus und bleibt dort. Danke. Hoffentlich folgen die Geister uns nicht. Los jetzt, Kage! Ihr seid ein rechter Metzger mit dem Schwert. Was hättet ihr mit den Banditen gemacht? Meiner Erfahrung nach können strenge, doch höfliche Worte viel ausrichten. Dann habt ihr Erfahrung mit Banditen? Ich finde nur, man sollte Probleme stets friedlich zu lösen versuchen, bevor man Gewalt anwendet. Ihr sprecht wie ein Heiler. Ihr habt den richtigen Beruf gewählt.